Ahoi, ahoi, Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play Mad Max. Ja, was machen wir dieses Mal? Ich habe mir noch nichts konkret überlegt. Ich würde sagen, wir schauen erstmal, was die Karte so hergibt. Haben wir denn, ja, Verbesserungen für den Jack anbauen? Moment, da muss ich erst nochmal überlegen. Anderes Fahrzeug. Fahrzeuge. Was haben wir denn so? Wer ist denn der Jack? Charms Buggy haben wir hier? Nö, den Jack haben wir nicht. Wer ist denn der Jack? Ich muss ehrlich gesagt, ich habe ziemlich vergessen, was oben links diese Hauptquest baue, die Verbesserung für den Jack an. Was damit gemeint ist. Aber egal, ich würde sagen, wir machen doch einfach mal diese Mission für den guten G. It's out of. Bet you need to keep her filled with a steady diet of primo ammunition, huh? Always need ammo. Keep talking. There's something brewing out there. War boys from Gastown are tightening the noose fierce-like. I hear their leader Scrotus got his gumball sawed up by some wild deuce. This land is about to be scorched by Gastown wrath. Our weapons won't do. I need powder. Black, deadly, and smoky. And that's where I come in, huh? Now, listen! One of my people was taken by thrall rustlers sometime past. He sprang himself back here, told me a prisoner there knows the recipe for black powder. You go get me this prisoner, alive and talkative, and he tells me the specs for cooking up the powder, and you're set for ammo for life. Klingt nach einem Plan. So, Pulvergier. Jeet will einen Gefangenen aus den Fängen einer Gruppe sklaventreibender Roadkills befreien, der sich mit der Herstellung von Schießpulver auskennt. Finde die Höhle, in der sie sich versteckt, und befreie den Gefangenen. Belohnung, ein Waffenkammer-Bauprojekt in Jeets Festung. Hurra! Ja, dann betreten wir mal die Höhle. So, wo haben wir sie denn? Gucken. Ja, wo ist sie denn? Bin ich blind? Ha! Moment. Da haben wir die Höhle. Ich glaube, damit sich eine ewig lange Butterfahrt wird, machen wir eine kleine Schnellreise hierhin. Und das dürfte das Ganze ein klein wenig beschleunigen. Bin ich zumindest zuversichtlich. So. Hinein ins Papamobil. Ach, ich lass mir doch von so einer Linie nicht vorschreiben, wo ich herfahre. Hui! Ja, gut, vielleicht lass ich mir doch von einer Linie vorschreiben, wo ich herfahre. Weil irgendwie ist das ein klein wenig zu viel. Und ich glaube, da komme ich nicht sonderlich gut. This hideout. What can you tell me about it? I don't know. There are too many nooks, tunnels, and dugouts to say for sure. Better find the right one. So, ist da vorne schon jemand? Er sieht ganz danach aus. Ganz kurz. Kommen wir da ran? Nein. Ah, Moment, vielleicht soll ich auch mal. Die Vogelscheuche da abreißen können. Nein. Gut. Egal, machen wir vielleicht auch wirklich erstmal eins nach dem anderen. Oh, I think I see it, Saint. Careful. I'll be watching. Komm her! Ach, ich liebe die Abwohner, habt ihr schon mal erwähnt? So, ich würde sagen, ob hier gehen wir mal zu Fuß weiter. Denn es gibt was zum Plündern. Sit tight. Das Snipergewehr benutze ich irgendwie auch kaum, ne? Könnte ich eigentlich mal ändern. Genau, bleib beim Engel. Höhle der Menschentreiber. Juhu, es funktioniert. Menschentreiber sind die Sklavenhändler des Ödlands. Sklaverei gibt es im Ödland eigentlich kaum, da alle freiwillig bereit sind, unter sklavenähnlichen Bedingungen zu arbeiten, um zu überleben. Daher müssen die Menschentreiber sich spezialisieren.
Eine Seltenheit im Ödland sind besondere Talente oder Fähigkeiten, weshalb die Menschentreiber sich Leute schnappen, die über eine Ausbildung verfügen oder sich durch ihre außergewöhnliche Schönheit oder bizarre Mutationen von der Masse abheben. Das Lager der Menschentreiber ist weniger eine Wohnstätte als vielmehr ein versteckter Unterbringungsort für Sklaven, die noch nicht verkauft wurden. Solange sich Sklaven darin befinden, wird es sorgfältig bewacht. Obwohl es sich um einen verwirrenden Tunnelkomplex handelt, fällt das Tageslicht durch Risse in der Decke herein. Ja, dann wollen wir mal ein paar Leuten den Schädel verbedeln. In Hoffnung, dass wir dann auch ein paar Leute finden zum Schädel verbedeln. Ja, das sieht ganz gut aus. Hallo. Zack. Auch echt jetzt. Zack. Gebessert. Bam. So. Und jetzt haben wir eine Waffe. Oh, 5% Bonus-Damage. Jawoll. Den nehmen wir doch sehr gerne. Au! Mist, gepennt. Ich sollte besser mal eben was trinken. Und meine Gesundheit sieht gerade nicht ganz so gut aus. So, reicht. Ich kann wieder die Waffe mitnehmen. Da ist wieder so eine Bärenfalle. Versuche ich diesmal drumherum zu gehen. Genauso wie um diese hier. Ach, hätte ich doch nur mal ein Auge mehr aufgehabt. Moment. So, da war Licht. Ups, nein, da! Mist. Ich wollte gerade noch sagen, nein, besser links rumgehen. Aber rechts wird es ein bisschen eng. Aber dann habe ich es ja selber anhand der Schmerzen gemerkt. Komme ich hier drüber? Ja, sieht ganz gut aus. Ja, genau, das habt ihr. Bam. Na super. Komm her. Zack, zack und zack. Bam. So muss das. So macht das Spaß. Und ich habe wieder meine Waffe. Juhu! Oh, Schrott haben wir auch. Sehr schön. Und sogar einen Bonusschrott bekommen. Schön. Das freut doch. Den kleinen Max, da wird er glatt zu Little Mr. Happy. Hallo. Zack. Zack. Oh. Ledge. Hm. Habe ich dich mal dezent in den Abgrund geprügelt, mein kleiner Freund? Da werde ich aber nicht runterfallen. Denn ich bin nicht so doof wie du. Sagagenhaft. Ah, zwei Schrott, aber gut. Kleinvieh macht ja bekanntermaßen auch Mist, ne? Ich könnte mal ein bisschen Wasser gebrauchen, glaube ich. Ja, ist ja gut, kommen wir schon. Ah, ich hab doch Kreis benutzt zum Ausweichen. Verdammt nochmal. Oh, das wird kein gutes Ende. Mann. Ja, das war's leider an der Stelle. Verdammt, Menno. Muss ich doch besser hinkriegen. Ach ja, einmal mit Profis, nicht wahr? Oh, das ganze Ding noch mal für vorne. Ja, super. Na dann. Sit tight. Certainly, yes. You know I would never leave her side. Und dann nochmal auf ins Gefecht. Hier war, glaube ich, am Anfang so eine Abzweigung. Ich werde jetzt mal die andere Richtung nehmen. Gucken, ob ich da vielleicht besser zur Rande komme. Ach, ich mag es, Leuten den Schädel zu verwedeln.
Ich bin letztes Mal hier links rumgegangen, wo die ganzen Bären fallen sind. Ich gehe mal rechts rum, vielleicht sind da ja weniger Fallen. Oder vielleicht sind da andere schöne Dinge. Der Weg ist tatsächlich bisher zumindest ein bisschen sicherer. Oh, geil, beide getroffen. Schön. Juhu! Und wilder Teufelsstufe 6. Okay, jetzt habe ich gerade vor. Oh, da hier sind doch Fallen. Okay, schon mal kurz zu wissen. War der andere schon tot? Ach, der war schon tot. Ja, dann. Zack. Mehr Schrott. Und wieder eine Falle. So, nicht zu schnell. Ich will nicht in irgendwelche Fallen schlüpfen. Moment, lag da was? Nein. Okay, das ist nur für den Rückweg interessant. Gut, 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 gut. Ich muss mal ganz kurz irgendwas gucken. Wo wollte ich was gucken? Tutorials, genau, ich wollte bei bin ich blind? Eigentlich wollte ich nochmal wegen der Steuerung was gucken, aber ich. So, Bodenkampf. Waffenparade, Ketten. Ausweichen. Ach, R1, ja. Komm over here and I'll wring that face out from your neck. Zack, zack. Mann! Zu langsam, glaube ich. Zack, zack. Na komm. Ja, gleich ist dein Schild platt. Komm, komm. Mach halt Max. Bam. Ja, jetzt geht's ab. Zack. Huhu. Und besiegt. Nein, immer noch nicht. Der lebt immer noch. Zack. Huhu. Mit einem Wuttritt in die, ins Gemächt. So wollte ich auch sterben. Oh, sehr gut. Wasser. Aber erstmal trinken wir was. So. Jetzt machen wir erstmal voll. Mist, da ist gar nicht mehr so viel drin. Schade. 10% Bonuswasser. Das freut doch. So, wir sammeln natürlich alles ein. Ah. I heard tell there's one who knows how to cook powder here. And if I was that one? I'd get you out of here. Are you him or not? Yes. Yes, I am. Seeing as you killed those two who fed me. They call me Blaskap. Hail from the Bullet Farm. So, so. Ihr gute Glasscap, ja dann. Mach mir das ganze Stück mal auf. Zack! Get yourself to Jeet's Lighthouse. They're waiting for you. Righto, I'm going now. So. So, Ödler-Mission abgeschlossen. Pulvergier. Sehr schön. Blaskap wurde befreit und ist auf dem Weg zu Jeet. Mit Blaskaps Hilfe kann Jeet jetzt mit der Herstellung von Schießpulver beginnen. Hurra! Waffenkammerbauprojekt ist verfügbar. Wuhu! Und Jeet hat eine weitere Ödler-Mission für mich. So, ich würde aber sagen, ich gehe nochmal schnell den anderen Weg. Weil es da ja noch durchaus wen zum Verprügeln gibt und weil es da, glaube ich, auch noch ein bisschen Schrott für mich gibt. Ach, okay, die sind schon weg vom letzten Mal. Na gut. Egal, dann sei es drum. Ah! Dann, ihr seid ja doch noch da. Hallo! Zack.
das hat so richtig Bam gemacht. Bam! Ach, so mag ich das. Hm, 14 Schrott und 2 Bonus-Schrott. Schönes Ding. Da müsste hier nicht irgendwo noch Schrott zu finden sein? Ich weiß es gerade nicht. Ach, oh, die habe ich übersehen, verdammt. Ja, wisst ihr was, bevor ich jetzt hier noch an einer Bärenfalle sterbe, würde ich sagen, mache ich einfach eine Schnellreise erstmal wieder zu Jeet. Ich muss kurz gucken, ich baue die Verbesserung für den Jack an. Warte mal, kann ich dich irgendwo mal in meiner aktuellen Aufgaben sehen oder so? Scrooge's Armee, Roadkills, Buzzards, Orter, Werkzeuge und Waffen. Upgrades. Legende. Nee. Hm. Weil ich bin gerade echt ein bisschen raus, weil ich habe ja mal ein paar Tage Pause zwischen den einzelnen Spiele-Sessions und ja, da vergisst man schon mal mehr oder weniger, was man da nochmal machen musste. Und der Jack sagt mir gerade irgendwie nichts. Das ist bestimmt eine Verbesserung für den Magnum Opus, die ich machen muss. Guck mal, ah, hier. Okay, das ist durch Grün, das heißt, die Verbesserung muss ich anbauen. Und die Verbesserung muss ich anbauen, jawohl. Ah, das ist, stimmt, das ist die Hauptquest. Ich muss diese ganzen Verbesserungen hier bauen. Und das muss ich bauen. So, da haben wir doch die Verbesserung. Wir stehen bereit, den Jack zu beenden. Der letzte Touch, wir können und müssen auf der Gutgash-Stronghold legen. Ah, so, da haben wir unser nächstes Ziel: Gutgashs Festung. Aber wir sollten, glaube ich, erstmal bei Gelegenheit gucken, dass wir uns ein bisschen heilen. Ach, hier geht's lang. Hm, da gibt's auch Bauprojekte. Schön. Müssen wir die erst einnehmen? Ich weiß es gerade nicht. Ah, vielleicht werde ich auch hier noch ein bisschen was sammeln. Aber gut, ich denke, das Ganze werden wir beim nächsten Mal sehen. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Jetzt haben wir endlich das große Geheimnis gelüftet, was wir hier genau nochmal machen mussten. Und ja, beim nächsten Mal wird es, denke ich, weitergehen mit ein paar Upgrades, mit ein bisschen Schrott sammeln, mit ein bisschen Leute verprügeln, Lager einnehmen. Ihr wisst schon, Mad Max halt. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüssikowski.